Du suchst einfach einen TV für normales Fernsehen und vielleicht ein bisschen Streaming? Dann könnte dieser Samsung-Fernseher dafür genau die richtige Wahl sein, gerade wegen seines günstigen Preises. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. Wir haben den Samsung CU7179 für euch getestet und wollen mit diesem Video auch die Frage beantworten, warum er dem Anspruch von vielen Leuten wahrscheinlich schon gerecht wird. Vorher will ich noch schnell von euch wissen, wie teuer ein neuer Fernseher für euch sein darf. Also schreibt's bitte unten in die Kommentare. Dort könnt ihr natürlich gerne auch unseren Kanal abonnieren, damit wir in Zukunft noch mehr Fernseher für euch testen können. Wir haben hier einen Samsung GU43CU7179UXZG, also das Modell für Deutschland in 43 Zoll. Es gibt den 4K-Fernseher insgesamt in 6 verschiedenen Größen von 43 bis 85 Zoll. Zwischen diesen Größen sollte es auch keine gravierenden Unterschiede geben. Das Design des CU7179 ist für uns jetzt nichts Neues. Samsung trägt seit mehreren Jahren einen ähnlichen Look, der aber funktioniert. Die Standfüße hat man sehr einfach ohne Schrauben schnell montiert. Und da quasi alle Anschlüsse zur Seite rausgehen, eignet er sich außerdem gut für die Wandmontage. Allerdings ist der Fernseher mit knapp 7 cm Tiefe nicht gerade der dünnste. Das Gehäuse und die Standfüße sind komplett aus Kunststoff, was für die Preisklasse aber auch völlig normal ist. Fangen wir mal so an. In SDR, also dem, was man bei normalen Fernsehprogrammen, DVDs oder klassischen Blu-rays bekommt, ist der CU7179 sogar besser als ein QLED Q60C oder Q70C. Denn die Farben sind eben noch exakter als bei den teureren Modellen mit Quantum Dots. Auch schnelle Kamerafahrten in actionreichen Szenen sehen dank gut funktionierender Zwischenbildberechnungen echt gut aus. Also in wenigen Momenten bilden sich Artefakte um schnelle Objekte, die im Eifer des Gefechts aber kaum auffallen dürften. Okay, sitzt man etwas schräger zum Bildschirm, wird das Bild schnell schlechter und es spiegelt sich ja auch viel da drin. Aber für den alltäglichen Gebrauch, seien es Serien am Nachmittag oder auch einen Film am Abend, eignet sich der CU7179 durchaus. Nur was High Dynamic Range angeht, darf man von diesem günstigen 4K-Fernseher eigentlich gar nichts erwarten. Denn mit 280 Nits Spitzenhelligkeit und keinem allzu guten Schwarzwert kommt man einfach nicht weit. HDR sieht fast genauso aus wie SDR. Gaming-technisch ist der CU7179 nicht ganz auf der Höhe der aktuellen Konsolen. Er schafft nur maximal 60 Hertz und hat auch keine Variable Refresh Rate. Immerhin hat er einen Auto-Low Latency Mode und wechselt damit direkt in den Spielemodus. Und da hat er auch einen Input-Lag von nur ca. 14 Millisekunden, was echt gering ist. Allerdings entstehen durch die leider etwas höhere Response-Time ein paar sichtbare Schlieren in sehr hektischen Games. Ein weiteres Manko, wie bei allen Samsung-Fernsehern, ist dann noch der übersättigte, etwas zu hell eingestellte Spielemodus, der sogar einen leichten Blaustich hat. Ja, okay, und wir haben jetzt auch echt eine ungünstige Szene dafür ausgesucht. Sagen wir es so, zum Gaming gibt's auch in der Preisklasse schon echt bessere Optionen. Ohne 120 Hertz Panel ist es auch kein Nachteil, dass der CU7179 nur 3 HDMI 2.0 Anschlüsse hat. Man kann mit einer USB-Festplatte TV-Sendungen aufzeichnen oder auch per Timeshift zeitversetzt sehen. Nur währenddessen in anderen Sender schauen, das geht leider nicht. Lediglich der Ethernet-Anschluss geht nach hinten raus, was wahrscheinlich aber kaum jemanden stört. Wie alle Samsung-Fernseher setzt auch der CU7179 auf das Tizen SmartOS, welches sich intuitiv bedienen lässt. Dazu gibt es eine abgespeckte Version von Samsungs One Remote, welche mit sehr wenigen Tasten auskommen muss und dafür auf noch mehr On-Screen-Menüs setzt. Es gibt aber auch keine Solarzelle wie bei den teureren Samsung-Fernsehern und kein Mikro und somit natürlich auch keine Sprachsteuerung.
Mit durchschnittlichen Klangeigenschaften für seine Preisklasse ist der CU7179 vielleicht noch alltagstauglich. Nachrichten, Dokus und Co. kann man alle gut verstehen. Wenn es aber um Kinosound geht, der wirklich Atmosphäre schafft, dann solltest du dich zumindest für eine günstige Soundbar entscheiden. Ist der CU7179 jetzt also ein super Schnäppchen, wenn es einfach nur um normales Fernsehen geht? Naja, man darf eben keine wirkliche, wie soll ich sagen, Heimkino-Performance erwarten. High Dynamic Range hat man kaum. Und der CU7179 unterstützt weder DTS noch Dolby Atmos Tonspuren. Bessere HDR-Bildqualität ist eben das, was es für den Preis einfach noch nicht gibt. Fürs Gaming gibt es auch bessere Alternativen von TCL oder Hisense, auch wieder in derselben Preisklasse. Aber an der Bildqualität in Standard Dynamic Range gibt es echt wenig auszusetzen. Die verbauten Lautsprecher sind auch bei vielen teureren TVs nicht viel besser. Und gerade die großen Größen bekommt man zu ziemlich günstigen Preisen. Also ist der CU7179 schon eine echt gute Option als Alltags-TV. Noch besser könnte aber der CU8079 sein. Der hat nämlich die bessere Fernbedienung mit Solarzelle und Sprachassistenten, ist nur 2,7 cm dick und kostet fast das gleiche. Wir haben deshalb beide Fernseher zum Vergleichen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin gespannt, wie teuer ein neuer Fernseher für euch sein darf und natürlich auch, was ihr vom CU7179 oder 8079 haltet. Also schreibt's unten in die Kommentare. Ich sage jetzt nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.